Hallo Freunde der kleinen Bäume. Und mit den Bildern von dieser schönen kleinen Schale hier begrüße ich euch zu einem neuen Video. Ja, was hat es mit dieser Schale auf sich? Das ist eine Schale für einen ganz kleinen Baum, den ich mir vor kurzem geholt habe. Und ich zeige euch den mal. Man kann es vielleicht schon ein wenig erkennen. Hier kommen so langsam die Knospen alle zum Vorschein. Es ist eine Fuji-Kirsche. Die habe ich für 5 Euro online bei bonsai.de gekauft. Und ja, weil ich habe bis jetzt noch nichts Blühendes in meiner Sammlung gehabt. Ich habe ganz viele Nadelbäume, ich habe ein paar Ahorne und Buche, Birke, was ihr ja wisst. Aber irgendwie überhaupt nichts, was blüht. Und da ja eigentlich der Frühling die schönste Jahreszeit ist, wollte ich da auch mal, dass es in meinem Kleingarten doch ein bisschen hübsch aussieht. Ja, deswegen habe ich gedacht, so eine kleine Fuji-Kirsche. Und die soll gar nicht ganz viel größer werden. Einfach so, dass sie diese Schale irgendwann mal schön ausfüllt. Und die Schale hier, die habe ich für 28 Euro dazu gekauft. Also man sagt ja ab und zu, Schalen müssen mehr kosten als die Bäume darin. Ich würde sagen, check. Und ja, wo ich diese Schale her habe, das zeige ich euch jetzt. Ja, der eine oder der andere oder, nein, wie sagt man? Ja, die eine oder der andere hat den Laden vielleicht wiedererkannt. Und zwar habe ich dem Joachim Armbruster einen Besuch abgestattet. Im Bonsai-Garten Armbruster, so hieß es, glaube ich. Hat der Holger ja schon mal im Quickstop erwähnt. Und weil ich da halt auch mehr oder weniger dran vorbeigefahren bin, habe ich gedacht, hältst du da mal an und schaust einfach mal, wie es da aussieht. Und wie ihr gesehen habt, die Bilder vom Holger waren kein Fake. Sieht da wirklich so aus. Und ja, wirklich sehr schön. Das heißt, wenn ihr da mal vorbeikommt, das soll jetzt hier keine Werbung sein oder sowas. Einfach nur eine Empfehlung. Oft weiß man ja gar nicht, wo solche Läden versteckt sind. Und dass man da einfach mal anhalten kann. Auch wenn man nur mal gucken möchte. Und während ich hier jetzt noch versuche, ein bisschen diese doch sehr feuchte Erde von meiner kleinen Fuji-Kirsche wegzubekommen,
kann ich ja vielleicht schon mal ein bisschen was spoilern. Ich habe mir natürlich nicht nur eine Schale geholt, denn, wie gerade schon gesagt, ich wollte ganz gerne was blüht. Und da das kleine Pflänzchen hier jetzt wahrscheinlich nicht so dermaßen stark viel blüht, habe ich mir noch was anderes geholt, was auch sehr stark blüht. Aber das kann ich euch jetzt heute hier leider noch nicht zeigen, weil es steht aktuell noch oben in meinem Fotostudio. Das heißt, dieses Video hier werde ich in zwei Teilen drehen. Aber ihr bekommt es definitiv in diesem Video zu sehen. So, jetzt habe ich hier noch so ein bisschen dieses Anzuchtgefäß drumherum, was ich ganz gerne ein bisschen weghaben möchte. Ich mache das mal schnell fertig hier und zum Eintopfen hole ich euch dann gleich wieder dazu. So, ich habe das kleine Pflänzchen größtenteils von der Erde befreit. Und jetzt habe ich hier oben eine so eine kleine Wurzel und hier zwei, wo diese feinen Wurzeln dran hängen. Und ich denke, die Kirsche wird es auch ohne diese drei Wurzeln schaffen. Deswegen nehme ich die jetzt ab. Denn die meisten anderen Wurzeln sind doch alle hier unten irgendwo. So, den Rest werde ich jetzt dran lassen. Diese eine muss ich so ein bisschen runterbiegen, damit die nach unten wächst. Jetzt habe ich auch gleich ein bisschen mehr Stamm. Allerdings hier auch, wo der Übergang zwischen Wurzel und Baum war, so eine kleine Verdickung. Da muss ich einfach mal schauen, wie sich das demnächst entwickelt. Aber ich denke, das passt ganz gut da rein. So, eben in die Schale. Kleine Schicht Drainage rein. Und nicht vergessen, mein Befestigungsdraht. So, die Vorderseite. Schwierig bei so einem kleinen Bäumchen. Aber kommt vielleicht auch nicht so drauf an. Ich werde einfach mal diesen Ast als Haupttrieb nutzen und diesen hier nachher noch versuchen, ein Stückchen nach unten zu bringen. Den abnehmen. Und dann denke ich, versuchen wir es einfach mal so. Die kleine Fuji-Kirsche ist in ihrer neuen Schale angekommen und ich hätte sie eigentlich eher so da reinbringen müssen, aber naja, Anfängerfehler. Jetzt darf sie erstmal zwei Jahre hier drin wachsen und dann habe ich die Chance, es besser zu machen. Und wie ihr am Schatten sehen könnt, sitze ich mittlerweile nicht mehr in der Sonne. Aber das macht nichts. Wie gesagt, ich zeige euch jetzt noch, beziehungsweise ich muss noch eine Woche warten, aber ihr seht jetzt gleich, was ich mir noch bei Armbruster gekauft habe. Und da bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Also bis gleich.
steht sie nun, meine hübsche Kirsche. Und ja, mittlerweile ist natürlich schon wieder alles verblüht. Das ging so ruckzuck. Vielleicht auch bedingt dadurch, dass sie bei mir im Indoor-Fotostudio aufblühen durfte. Ich glaube, das hat keine 2 Tage gedauert. Da hat sie alle Blüten gezeigt, die sie hat. Es sah wunderschön aus. Ich habe sie dann nach draußen gestellt, aber ja, das hat dann nur noch 4-5 Tage gehalten. Danach hat sie die Blüten leider schon wieder abgeworfen. Aber nichtsdestotrotz, ein richtig schönes, schnuckeliges Bäumchen. Und alleine schon die Schale hier mit diesem Bonsai-Schriftzug drauf. Da werde ich noch Style drunter schreiben, nein, Scherz. Die hat es mir allein schon deswegen angetan und ja, ein richtig toller Baum. Aber ich würde sagen, das Video beenden wir so, wie wir es angefangen haben. Und zwar mit der kleinen Kirsche. Denn die ist jetzt richtig schön am Austreiben. Die hat hier sogar noch ein paar Blüten dran. Und ja, ich sag mal so, dieses Duo hat hoffentlich noch eine ganz lange Zukunft bei mir in meinem kleinen Bonsai-Garten. Und ich würde sagen, mit den Bildern verabschiede ich mich bei euch. Sag vielen Dank fürs Einschalten. Viel Spaß mit euren Bäumen. Besten Dank. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian.